Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Spezial, nämlich mit GameTube zusammen, in diesem Fall Daniel und Martin. Daniel steht ja total darauf, seinen Hintern zu präsentieren, glaube ich. Das ist Boris Becker. Beziehungsweise... Das präsentiert gerne eine ganze Menge. Ja, Tag an alle Leute von Pete, Tag an alle Leute von GameTube. Hallo zusammen. Ja, nächste genau, wir Folge haben uns mal zusammen gedacht, wir wechseln uns ein bisschen ab bei der Anmoderationssache. Letzte Folge haben die beiden, diese Folge bin ich dran. Und eine dritte Staffel mit Sicherheit auch noch oder noch ihr ein könnt paar mehr. Wir laden diese Folge auf beiden Kanälen hoch, bei Pete's Meet und bei GameTube. Die coole Folge erkennt ihr daran, dass sie im Splitscreen gespielt ist. Ach, bloß nicht vergessen, in jeder Folge zu erwähnen, wa? Was, dass wir die mit dem Splitscreen sind? Dass die auf beiden Kanälen... Ach, ich wollte noch was erwähnen, warte mal eben. Abonniert GameTube! So, das sind hier die unterschwelligen Botschaften, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also, das ist wahnsinnig subtil gewesen. GameTube! Lass uns mal kurz... Ich habe einen Hypnosekurs gelernt. Ich kenne tatsächlich einen Hypnotiseur übrigens. Der hat den komischsten Namen der Welt, darf ich jetzt nicht sagen, aber der ist wirklich komisch. Ja, und das ist jetzt aber gemein, das so anzuteasern. Der heißt mit Vornamen Olf. Das ist schon geil. Zu viel verraten. Ja, und der Nachname ist der eines ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten. Und der ist Hypnotiseur. Den habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Da war der noch gar nicht Hypnotiseur und hat sich dann entschieden, das jetzt zu lernen. Das kann man tatsächlich lernen. Ach. Ganz, ja, und der hatte dann irgendeinen komischen Künstlernamen. So, was ich jetzt brauche, ist ein Eisenbahren. Hat jemand einen Eisenbahn für mich? Oder ein Eisenerz wird schon reichen? Nee, scheiße. Ich denke, du musst ja einen Hut machen, zaubern. Und das frag reicht, mal, meinst du? Ein Eisenhut, wie sieht das aus? Er hat auch diese Rüstungsanzeige, wenn man sowas trägt, ne? Also, dann mache ich mir jetzt einen Eisenhut. Und es ist doch egal wahrscheinlich, welche Rüstungsteile man trägt. Es kommt ja nur auf diese Rüstungsanzeige an, oder? Pete? Die Rüstungsanzeige ist natürlich die relevante, ja. Aber es ist trotzdem nicht egal, was man trägt. Aus? Echt? Das ist doch scheißegal, wie es aussieht. Wichtig ist, dass du nicht so schnell stirbst wie ohne. Na, obwohl es sieht gar nicht so blöd aus. Weißt du, wie geil, ich aussah? Das ist jetzt alles schon weg. Ich hatte halt Leder-Moonboots, einen Goldhelm, ein Eisen-T-Shirt und was war's gerade? What the fuck? Noch was anderes. Besser als ein Haarhelm, aber das ist eine andere Geschichte. So, wir brauchen Spitzhacke. Mehr als eine. Also die eine ist schon ziemlich hinüber. Hatte ich nicht noch eine frische irgendwo? Ja, baue ich mir noch schnell eine. Oder so. Zwei. Ich mache hier währenddessen alles kaputt. Fünf Spitzhacken sollten reichen, oder? Ja, ich nehme vier mit am Anfang. Aber was man immer dabei haben sollte, wenn man meinen geht, ist... Ha, es geht! Ist Holz. Ha. Für unterschiedliche Dinge, aber vor allen Dingen, um Fackeln nachzubauen. Ja. Weil auf dem Weg findet man mit Sicherheit Kohle. Das heißt, oh, hier liegt noch eine Spitzhacke. Hast du eine auf den Boden geworfen? Ich glaube nicht, Tim. Tja, dann nehme ich die einfach mal auf. Jetzt hast du seinen echten Namen verraten. Er hat doch den extra geheim gehalten. Ach so. Damit er nicht... Pete heißt gar nicht Pete. Dass er von Fans nicht gestalkt wird. Und jetzt hast du gesagt, dass er Pete, Tim heißt. Uwe. Mann. So wird das nie was. So, was habe ich denn jetzt hier? Ah, genau. Ja, ich habe 36 Fackeln. Wie viele hast du, Daniel? Sekunde, ich tue mal kurz alles weg, was ich nicht so brauche. Also Axt brauchen wir wohl nicht. Harke auch nicht. Nee. Holz nehme ich mal mit. Stein finden wir genug. Da kann ich mir noch Holz bauen. Eine Druckplatte brauche ich auch nicht. Eine Axt nicht. Spitzhacken habe ich jede Menge. Nehme noch ein bisschen Proviant mit. Ich mülle gerade unsere Essenskiste ein bisschen mit Nicht-Essen voll, aber das... Die ist eh voll gemüht, weil ich da die andere Kiste abgebaut habe und da alles Mögliche reingeschmissen habe. Ah, ich bin aber auch ein Held. Da gerade dabei. Voll zu müllen. Sieht das aus mit Strings? Ja, Pete, was kann ich für dich tun? Habt ihr davon ein paar? Ach, wie Sonne? Geht denn das mit dieser blöden Eisentür, ja, Pete? Was denn? Das weiß ich nicht. Warum ist denn immer eine offen und eine zu? Daniel, wir machen uns einen Bogen mit Pfeilen. Was hältst du davon? Ich habe schon einen Pfeil und da brauchen wir was? Da brauchen wir Spinnenseide bzw. Faden, oder? Da müssten in der Essenstruhe noch zwei Stück sein. Die snacke ich mir jetzt mal kurz da raus. Nee, hast du die schon rausgenommen? Ah, nee, ich habe sie vorher schon rausgenommen. Ich habe jetzt sechs. Ja, ich habe die englische Version. Meine Xbox ist auf Englisch. Das heißt, die heißen bei mir Strings. Finde ich okay. Viel besser. So. Jetzt baue ich uns zwei Bögen. Ja, mach doch mal. Ich gucke dabei, was ich sonst an der Truhe finde, ob da noch was Nützliches mit ist. Setzling, Leder brauchen wir nicht. Ah, siehst du, fünf Leder. Ich hätte noch einen Lederhut bauen können. Naja. Ich habe Leder Moonboots. Habt ihr die schon angeguckt? Gibt's denn was Kleineres, was ich noch anziehen kann? Hübsch, ne? Ja, wunderschön. Lederkappe, Ledertunika, Lederhose, Lederstiefel kann ich mir noch bauen.
Ah, dann mach ich doch das. Ich hau dir mal auf den Kopf. Mal gucken, ob das jetzt dann klonk. Du haust mir jetzt mal nicht auf den Kopf, bitte. Heute mal nicht. Ich lasse jetzt mal. So, ja, dann hau ich halt nicht auf den Kopf. Du bist ganz schön empfindlich geworden. Ja. Bin ja auch älter geworden. Wisst ihr, wie man Pfeile macht? Ich baue uns jetzt noch ein paar Pfeile. So. Würde ich bauen, wenn ihr Flint hättet. Ich habe hier doch vorhin noch Flint gesehen. Ich bin euch doof. Du meinst Feuerstein. Wir haben Feuerzeug. Ja, ich meinte Feuerstein. Hä, habe ich die unten gesehen? War hier nicht gerade noch eine Truhe? Links? Nee. Nee, okay. Jetzt die Tür zerhaut jedes Mal. Hat einer egal, von euch Flint im, Feuerstein im Inventar? Ich habe ein Feuerzeug, wie gesagt. Nee, ich brauche aber Feuerstein. Hä, das gibt's doch nicht. Martin? Ja, ja, ich? Nee, ich habe keinen Feuerstein. Woran erkenne ich den denn? Der sieht ein bisschen aus wie Kohle. Feuerstein. Das der ist jetzt ein Scherz oder da ist tatsächlich noch ein Eisenbahn. Ich habe noch 13 Feuerstein. Ja, ja, ich wusste es. Her damit. Woher wusstest du das denn? Hast du hier nicht vorhin links noch eine Kiste kaputt gemacht? So. Sehr gut. Na? Danke, voll. Hä? Das ist einer. Ja, wie viel brauchst du denn? Ja, alle. Alle. Warum bist du gierig, Pete? Feuerstein braucht man für Pfeile. Ich glaube, Pete ist eh nur hierher gekommen, um alle Rohstoffe einzusacken und dann lockt sie sich auf und alle jetzt nicht. Das ist bei der sie ist das übrigens auch so gemein, sich auszuloggen. Kurz bevor man stirbt. Diamanten noch da sind. Ich hoffe, Diamanten sind noch da. Was, sich ausloggen? Kurz bevor man stirbt, ja. Das wird bald bestraft, das haben wir noch nie gemacht. Aber es wird jetzt auch demnächst bestraft mit einem Patch, sowas. Ja, das ist auch gut so. Ja, das müsste wie bei Diablo praktisch einfach so eine 10-Sekunden-Zeit geben oder so. Brauche ich denn, Das wäre eigentlich die einfachste Möglichkeit, das zu umgehen. Was habe ich denn hier? 8, 13 Pfeile, jetzt brauche ich... Das müssten wir eigentlich auch mal zusammen spielen, Pete. Ja. DayZ, ja. Ich bin für DayZ. Ich finde DayZ hört sich doof an. Ich habe mich irgendwie so an DayZ gewöhnt, obwohl DayZ halt eigentlich schöner ist, weil es halt wie ein Gänseblümchen klingt. Vor allem denke ich halt immer, ich nenne den Typen ja auch nicht JZ, sondern JZ. Wie nennt der dich denn? Wollte gerade fragen, so nennst du den also. Dein Homie. So, ja, das normalerweise nimmt man auch noch ein bisschen was zu essen mit. Ich habe schon ein bisschen Brot eingepackt, ich wollte jetzt gerade noch ein paar Brote backen. Ich mache seit 2 Folgen an dieser blöden Tür rum, das wird nichts. Ich glaube, das also nochmal ganz kurz, deine fachmännische Meinung. Prinzipiell ist dieses Problem, dass immer eine Tür offen und eine zu ist. Ja, das, was du hier machst, das ist viel komplizierter, was man da machen muss. Ja, ist aber egal, aber trotzdem, prinzipiell, guck mal hier. Also ich habe 6 Brote und 2 Schnitzel. Ah, die könnte ich noch schnell braten, ne? Ja, ich brate auch gerade ein. Doch, ich pack die mal da drauf. Dann verschwenden wir nicht so viel Kohle. Guck mal, prinzipiell funktioniert das. Ich drücke auf den Schalter und dann geht das halt hier so die Redstone-Schaltung lang. Das ist schon gar nicht so schlecht. Aber warum ist die Tür denn immer offen? Statt zu. Wenn du die Tür ansprechen willst, musst du da jetzt auch noch ein Redstone drauf machen, glaube ich. Ja, aber das Problem klappt ja trotzdem das gleiche, oder nicht? Dass die Tür nicht gleichzeitig zu oder gleichzeitig offen ist, sondern immer. Ja, probier's trotzdem mal bitte. Kurz, hast du noch einen Redstone? Ja, so dahin. Würde das was bringen? Die braucht einen Schalter ja noch. Das bringt ja gar nichts. Ach, ich kenne mich mit Redstone nicht aus. Das Prinzip bleibt ja trotzdem das gleiche. Also was. Kann ich das umgehen, dass diese Tür nicht immer zu ist? Oder offen? Ja, mach nur eine Tür immer. Wenn ich mir auch die Redstone-Schaltung gerade schenken können, oder? Ja. So, ich habe jetzt einen Schnitzel dabei. Der Daniel ist deutlich besser ausgerüstet, das heißt, der darf immer vorgehen. Wie der schon aussieht. So, ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen viel dabei. Kann das eigentlich tun, das ganze Werkzeug, was ich nicht brauche, schnell weg. Aber dann bin ich auch gleich soweit. Ani hat sein Fahrradhelm aufgesetzt, musste er früher auch immer, weil er sich immer so gestoßen hat beim Spielen. Ich habe mein Lebtag noch keinen Fahrradhelm besessen. Kinder unbedingt mit Fahrradhelm fahren, denn alles andere ist total gefährlich. Ja, sonst werdet ihr nachher noch so wie der. Das ist sehr gefährlich. Kann ich nur empfehlen. So, wo gehen wir in den Graben? Sag mal. Warte, ich habe das hier gerade noch. Warum geht ihr eigentlich ins Bergwerk? Das ist eigentlich meine Domäne. Ja, weil das so viel Spaß macht immer. Ja, aber eigentlich ist meine Domäne. Ja, jetzt habe ich wenigstens mal einen kannst ja mitkommen, wenn du möchtest. Nee, der bleibt jetzt hier. Wir wollten uns aber nicht eigentlich Betten mitnehmen oder so? Ach oder? Ja, Bett. Obwohl Bett brauchen wir, wenn wir eben dunkeln sind. Pete. Brauchen wir Bett? Wenn wir eben dunkeln sind, ist doch Wurst. Ja, wenn wir unter Tage sind, ist es echt Wurst. Ja, dann komme ich ja mit, weil wenn ich alleine oben bleibe, dann müsste ich ja schlafen gehen und auf euch warten. Jetzt kommt der auch noch mit. Du willst wohl nicht mit mir spielen. Doch.
Was soll ich denn mitnehmen? Also ich habe eine Menge, ich habe Proviant dabei, ich habe einige Spitzhacken dabei, ich habe Kohle dabei. Dann nehme ich, ich nehme ein Schwert mit. Ich habe sogar 5 Eier, sind das Eier? Nee, doch. Wie viele, Eier? Fackeln hast du dabei? Ich habe 36 Fackeln. Oh, warte. Gesundheit. Sorry, dankeschön. Ich habe auch 36 Fackeln. Ich habe eine Fackel. Aber die Kohle, die du dabei hast, die kannst du direkt eigentlich zu Fackeln weiterverarbeiten. Ja, habe ich jetzt schon gemacht. 36 sind nicht so viele. Nee? Nee. Sollen wir noch schnell welche machen? Wir können auch Holzkohle eben schnell basteln. Ja, nee, wir finden ja Kohle auf dem Weg. Aber wenn Daniel sowieso noch welche im Inventar hat... So, jetzt habe ich jetzt... Ich habe jetzt noch... Warte mal. Wie viele Spitzhacken habt ihr denn? Das wäre ja wichtig. Ich habe 5. Was für denn? Also ich habe jetzt richtig viele Fackeln. Martin? Das ist gut. Ich schmeiß dir mal den Rest Kohle noch hin, dann kannst du dir vielleicht noch was bauen damit. Ich baue mir noch eben schnell Spitzhacken. Ja, Steinspitzhacken, weil eine Alternative gibt es jetzt ja gerade nicht, außer Holz. Wo ist denn die Werkbank hin? Aber das wäre Quatsch. So, was brauche ich denn für Steinspitzhacken? Alles. Ich habe keinen Stein und ich habe keinen Stein. Habt ihr die Kühe hier eigentlich hier hingeholt? Geht das überhaupt jetzt in dieser Version? Das geht, glaube ich, noch nicht. Aber die können wir eben noch kaputt hauen, vielleicht gibt es noch einen Schnitzel. Das wäre sehr. Ja, aus der Kuh gibt's doch nichts. Nee, oder Leder. Ach, natürlich! Ach, in der alten. In der neuen Version gibt's von Kuh immer so 3 oder 4 Schnitzel. Ja, ist ja kein Schnitzel, das ist ein richtiges fettes Rindersteak. Ja, stimmt, das ist ein richtig geiles Rindersteak, das reicht. Ja. Ich habe übrigens, als ich mein Handy vorhin ausgemacht hatte und mir das nicht in die Aufnahme nervt, habe ich auch meine Steak-Stop-Uhr noch entdeckt. Die war auf 169 Stunden. Wann habe ich denn die Steaks gemacht? Die sind jetzt durch, glaube ich, inzwischen. Gut durch. Achso, nee, die habe ich inzwischen schon runtergenommen, aber ich habe vergessen, die Stoppuhr. Du hast vergessen, den Herd auszumachen, sag's halt. Nach 169 Stunden. Jetzt will ich ja schon Pete anhängen. Der hat Michi kaputt gemacht, mein Herd. Ich bin nicht alles schuld. Kaputt gemacht. Ja, der hat mein Herd kaputt gemacht. Der hat ja so eine, seit kurzem, eine neue Superkraft. Sachen kaputt machen. Michi? Ja. Also Elektrogeräte kaputt machen. Und, Sachen oder deine Sachen? Ja, so gemischt. Er hat auch seinen eigenen Rechner kaputt gemacht und dann andere Sachen im Büro und über Fernkraft sozusagen dann mein... Was, Kernkraft? Fernkraft. Ach, Fernkraft. Über Fernkraft hat er dann mein Zuhause auch kaputt gemacht, mein Herd. Ja, geil, wie viel Spitzhacken ich hab. So, ich komm jetzt mit. Wo seid ihr denn? Ja, wir gehen jetzt erst noch mal eine Runde schlafen. Ach so. Ja, Moment. Ja, Daniel ist noch am Feld. Ich stehe auf dem Balkon. Balkon? Ja, ich weiß. Also, eine Kuh. Geh her, du Sau. Nicht Sau? Ja. Ist der Nacht mit dir? Schau her, das ist die Sau und so weiter. Den Witz, den haben wir vor vielen, vielen Folgen mal erzählt. Vielleicht kenn ich den Piet noch gar nicht. Erzähl den Piet mal. Nee, erzähl du mal. Nein, du kannst es so viel besser. Nee. Komm. Oh. Ich kann das wirklich nicht gut. Den müsst ihr euch in Folge irgendwas zwischen 2 und 40... Nein, erzähl ihn mal. Komm. Oh, nee. Zwischen 2 und 40. So, gehen wir erstmal schlafen. Ich lass dich sonst nicht rein. Zu spät, scheiße. Tja. Bist du schon im Bett, Pete? Nee. Nein. Voll süß, wie der zusammen immer schlaft. Ne? Ganz, ganz gut. Ich hab viel zu viel Zeug dabei. Wir sind gute Freunde. Liegt Pete eigentlich da im Bett? Was? Völlig steif mit so einem Schwert in der Hand. Mit dem Schwert nach Polen? Warum, Pete? Oh mein Gott, habt ihr Ärztehörer unter euch? Bestimmt. Ja, sicher. Also jeder Mensch kennt Ärztehörer. Ja, eigentlich schon. Ja, aber nee, dieses Lied ist ja jetzt nicht gerade das bekannteste Lied von den Ärzten. Das ist wahr, ja. Aber das ist aber auf der Unplugged-Platte. Echt? Okay. Auf der Realschule, ich glaube schon. Ja, so, ein neuer Tag und bald auch eine neue Folge. Ein paar Sekunden haben wir noch. Du erzählst doch den Witz jetzt. Nee, ich erzähle den Witz in der nächsten Folge. Okay, in der nächsten Folge. Dann ist es doof, dass man den Witze doppelt erzählen muss, aber hilft ja nichts. Ja, weil ich die halt nicht kenne. Was lasse ich denn jetzt noch hier? Die Eier vielleicht. Die Eier brauchen wir sicherlich nicht. Den Weizen lasse ich auch hier. Ich habe genug Brot eigentlich dabei. Eigentlich wäre es schlauer, den Weizen mitzunehmen und die Brote dafür dazulassen, oder? Hebel brauchen wir auch nicht. Weizen ist immer gut. Nee, das ist ja genau quatschig, Daniel. Lass die Weizen da und nimm Brot mit. Ja, aber Weizen braucht doch voll wenig Platz und notfalls hat man sich schnell mal einen Ofen gebaut, wo man dann Brot backen kann, ne? Aber bitte, wie du willst. Lass mal auch hier und macht Leder man, lassen macht auch man Brot hier. Mit Ofen? Nee, oder? Nee, stimmt. Hast du ja recht. Ah, ich nehme den Weizen dann doch mal mit. Jetzt geht mir nicht auf den Sack, sondern macht man da hin. Hör mal. Warte, bis du ins Bergwerk kommst. Dann aber. So,
Wie es im Bergwerk weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge dann auch den Witz zum 1000. Mal und ansonsten wird auch alles total cool in Folge 3 Minecraft GameTube vs. Pete. Bis dann. Haut rein, Leute.